Walser. Dieser Scheibenverlust, der könnte dann folgen an Mauro Jörg mit dem Zuspiel. Und Nathan Marchand, 8. Spielminute, 1:0. Solche Geschenke lassen sich die Freiburger dann nicht nehmen. Ja, dieser Scheibenverlust. Maragano, der da Lehrgeld bezahlt, so kann man es formulieren. Eckenberger, Tor, das ist tatsächlich der Ausgleich. 58. Spielminute, Nando Eckenberger trifft dann doch noch in diesem Spiel. Denn Chancen hatte er schon zuhauf. Ohne Torhüter, die Lakers mit ihrem ersten Tor in dieser Saison. Und Mitchell, der kommt für Bader aufs Tor und macht hier einen ganz entscheidenden Job. Nimmt nämlich Reto Berra die Sicht. Der ist dann chancenlos. Und so, also klappt es doch noch. Zum einen mal mit dem ersten Saisontreffer. Was liegt noch drin für die Gäste? Spät in diesem dritten Drittel, alles wieder ausgeglichen, alles offen. Etwas mehr als 2 Minuten noch zu absolvieren. Duse. Dann Derne. Dingsutter wird da gefault von Mitchell. Strafe und das 2 Minuten 2 Sekunden vor dem Ende des dritten Drittels. Also der Mann, der großen Anteil hatte zuvor an diesem Tor. Gunderson, Motte und der Abschluss und das Tor von Julien Sprunger zum 2:1. Nur 31 Sekunden haben die Freiburger hier benötigt und tatsächlich legen sie wieder vor und die Zeit wird immer knapper für die Gäste, um noch einmal zu reagieren. Noel Bader ein zweites Mal bezwungen, Gotteron mit dem zweiten Powerplay-Tor in dieser Saison und hier ist es Derne, der da noch hochspringt. Und jetzt die Möglichkeit zum Empty Netter hier, Schmid, und er macht das klar, 3:1. Applaus 37 Sekunden vor dem Ende, Sandro Schmid mit seinem zweiten Tor in dieser Saison bereits. An easy one. In diesem Fall. Und damit also sind die 3 Punkte dann doch im Trockenen.